Die ProfitänzerInnen von Let's Dance sind mittlerweile mindestens so beliebt und bekannt wie die Promis. Doch was wurde aus den Profis der ersten Staffel? Seit 17 Staffeln schickt RTL prominente KandidatInnen und ProfitänzerInnen gemeinsam aufs Parkett. Mittlerweile treten jeweils 14 Paare in der Show Let's Dance an. Das war allerdings nicht immer so. In Staffel 1 waren es noch deutlich weniger Stars. Nur 8 TeilnehmerInnen und 8 Profis wagten sich 2006 auf die Tanzfläche. Von den damaligen ProfitänzerInnen ist heute jedoch nur noch eine bei Let's Dance dabei. Doch was wurde aus den anderen? Als 2006 die erste Staffel der RTL-Tanzshow ausgestrahlt wurde, war alles neu. Niemand wusste genau, was auf einen zukommt, weder die Stars noch die Profis. Damals wagten sich Wayne Carpendale, Wolke Hegenbart, Sandy Mölling, Heide Simonis, Jürgen Hingsen, Hochenhorst, Heike Henkel und Axel Bulthaupt aufs Parkett. Wayne sicherte sich damals den Sieg, mit keiner geringeren als Isabel Edvardsson. Die Profitänzerin ist seit der ersten Stunde Teil von Let's Dance und saß sogar in Staffel 3 in der Jury. In der aktuellen Staffel ist sie zwar nicht am Start, da sie Baby Nummer 3 erwartet, aber an einen endgültigen Abschied von Let's Dance scheint die Tänzerin noch lange nicht zu denken. Sie ist neben Juror Joachim Jambi die einzige Person, die von der Ursprungsbesetzung der Show noch dabei ist. Let's Dance, das sind die Profitänzer und Profitänzerinnen aus Staffel 1, Isabel Edvardsson, Staffel 1 und 2, Staffel 4 bis 10, Staffel 12 und 13, Staffel 15 und 16, Roberto Elbenis, Staffel 1 und 3, Hendrik Höfgen, Staffel 1 und 2, Anna-Karina Mossmann, Staffel 1 und 2, Oliver Seefeld, Staffel 1 und 2, Dirk Bastard, Staffel 1, Sofia Bogdanova, Staffel 1, Uta Elbenis, geborene Dehade, Staffel 1, Roberto Elbenis und Uta Dehade. Das machen die Profitänzer von Let's Dance aus Bremen heute. In der ersten Staffel waren neben Isabel Edvardsson einige bekannte ProfitänzerInnen dabei, die sich auch international einige Titel ertanzen konnten. So war das spätere Ehepaar Roberto Albnese und Uta Dehade dabei. Roberto Elbenis zählt zu den bekanntesten Tänzern Deutschlands. Die beiden ertanzten sich schon in den 1990er und 2000er Jahren zahlreiche nationale und internationale Titel in den lateinamerikanischen Tänzen. Das Paar war auch Mitglied der deutschen Nationalmannschaft und erreichte den ersten Platz der deutschen Gesamtrangliste 1999-2000.